und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Let's Play der Folge 286 schon, 86. Wir sind fast bei dem magischen 300 angekommen. Und wer sich jetzt gewundert hat, was da so hinten für ein Türmchen ist, das ist ein Leuchtturm. Das ist ein Leuchtturm. Hier ist noch ein Fehler im System. Genau, der darf doch nicht hin. Da kann ich die Welt doch gleich mal ein bisschen von unten. Also so sieht der Shader im Wasser aus. Und die Sonne auch. Der ist über Wasser viel besser zu sehen. Ich freue mich, dass der Shader jetzt so funktioniert, auch in der Aufnahme. Ich gucke nochmal ganz schnell, ob sie überhaupt läuft. Ja, natürlich läuft sie. Super. Wenn ich hier oben gucke, will ich jetzt immer hier hin. Aber 23 FPS. Stabile FPS. Das ist das Gute. Dass das hier gerade so flüssig läuft. Hier unten ein paar Spinnweben in den Ecken, sonst schön verkleidet hier mit ein paar Werkbänken. Und ihr hört schon ein Minecart hier oben fahren, denn oh, das Redstone, das leuchtet ja schön, schön smooth. So gefällt mir das. Und hier ist der Leuchtturm. Genau. Hat man auch eine super Aussicht von hier oben. Genau. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Der ist ein bisschen dunkler und ein bisschen rauer. Seht ihr ja an den Texturen. Aber ich finde den eigentlich ganz cool. Ich habe mir letztens ein Texture Pack gekauft. Ja, das Trick gibt es auch für Texture Packs Geld aus. Das hat 1,99 gekostet oder gar 2,99. Ich bin mir gerade nicht sicher. Mal kurz was essen. Kann ich euch gleich nochmal die Essanimation zeigen. Wenn ich jetzt hier gegen die Sonne gucke. Habt ihr ja gerade gesehen. So. Habe ich jetzt extra mal so gemacht. Im alten Texture Pack. Kann ich euch wahrscheinlich die nächsten Folgen mal zeigen. Oh, vielleicht. Sind die nächsten Folgen ja. Das Wasser hier. Das schaut ein bisschen plastisch aus, würde ich ehrlich zugeben. Aber sonst ist das eigentlich super gut gelungen. Also mir gefällt es persönlich sehr. Mir gefällt es persönlich sehr. So, jetzt habe ich was ganz, eben vergessen. Und zwar am Hafen hat sich jemand verewigt hier aus dem großen Bunde der Ländereien. Nämlich die liebe Darkseid, auch bekannt als weibliche Begleitung vom lieben Shadow Skulls aus den Nebellanden. Und da kommt schöne, schöne Musik aus dem hintersten Hallen. Sehr gut. Und dann gehen wir jetzt einfach mal hier lang. Sind wir nämlich noch nicht lang gegangen. Hier sind kleine Unterkünfte entstanden. Apartment. 4, 3. Hier ist die Dark Side. Und hier ist die 1. Wie so ein Apartment ausschaut, so uneingerichtet. Das seht ihr hier. Ist hier was drin? Nein. Ist hier was drin? Nein, die Pflanze ist noch im Weg. Seht ihr hier, die Pflanze hier so an den Linien. Hier sind die liebe Darkseid. Gucken wir doch mal rein. Oh, schaut schön schnieke aus. Guten Tag, der Hund. Der hat so eine Schreibmaschine. Und das schaut auch cool aus mit dem Sandstein hier, den zwei Adlern. Hier oben noch ein bisschen was verschönert. Noch ein bisschen Grünzeug rein, dass es nicht so lustlos ausschaut. Und Blumen muss sein. Und Pflanzen. Sehr schön. Hier ist noch ein bisschen Zeugs drin. Und hier drüben wahrscheinlich auch. Genau. Noch ein bisschen Essen. Und den Ofen müsste ja auch noch Kohle natürlich. Ja, und der Hund, du hast auch Hunger, ne? Bitte schön. Hier. Hast ein bisschen was zu essen. Mehr möchte ich ja nicht. Möchte er nicht. Nur eine Keule hier bekommen. Ja. Sieht schön aus. Also mir gefällt's. Hier sind noch ein paar Blümchen. Schön versteckt. Gefällt mir. Genau, die anderen Apartments kann ich auch zeigen. Hier ist eine Bank, kann man sich hinsetzen. Ja.
Ah, das ist so hier oben. Guck mal, hier oben fehlt eine Treppe, oder? Kommt mir das nur so vor. Fehlt die bloß oder ist das so gewollt? Das ist die Nummer 4. Und die schaut dann so aus. Ich glaube, das ist gewollt. Das ist gewollt. Genau. Ich habe ja vor, irgendwann mal in die Richtung, ich habe extra heute mal die Minimap ausgeschalten, weil wir sind ja eh innerorts und da brauchen wir die ja nicht, ne? Hier drüben. Na, komm. So, so, so. Guck mal, hier ist eine riesengroße Fläche, die kann man auch überall noch bauen hier. Überall kann man die noch bebauen. Hier so rüber. Und hier lang. Und kann er auch dort hinten lang führen. Jedenfalls soll das dann später mal auf die Straße hier führen. Die hier hinten nach Boltwitz, Mengleden, Tannenstein und dann weiter in die südlichen Orte. Ich glaube, nach Osten ist es noch nicht so ausgeweitet. Genau. Boltwitz, hier ist ein Bett. Das nehme ich jetzt mal mit. Alles noch Baugebiet. Ich kann das ja mal ganz kurz hier ablaufen. Also hier ist zwar das Ortsausgangsschild von Nordwehen, aber das heißt nicht schlaghaft, dass ja auch die Ortschaft irgendwann, wenn wir hier mal angekommen sind, zu Ende ist. Ne? Weil hier kann ich ja mal durchgehen. Es sind überall noch Stellen, wo richtiges flaches Land ist, wo man eben viel machen kann, besonders mit Ackerbau und sowas. Ne? Und die Bahnstrecke, die Stadtbahn hier, einmal ums Eck, also einmal ringsrum um den ganzen Pöter, muss ja auch irgendwie gebaut werden. Ne? Da ist eigentlich so der Bergbau hier. Da habe ich auch schon in den umliegenden kleinen Ortschaften ein paar Bergarbeiter angesandt. Und guckt euch mal diese Aussicht an hier. Gibt's doch nicht. Herrlich. Muss ich die Sonne mit drauf haben? Da ist die Sonne. So, machen wir mal Screenshot. Bam. Screenshot erledigt. Ja, besonders hier, guckt die Stelle an. Guckt euch die Stelle an. Hier kann man noch so viele schöne Sachen machen. Hier drinnen, innen, könnte man ja eine Straße in der Mitte langführen lassen. Ne? Und hier und drüben so Häuser in die Berge. Ne? So. Im Schwedisch-Style, in Switzerland-Style hier. Switzerland. Genau, und obendrauf kommen dann die Villen. Ne? Im schönen kalten Villen. Ist eine Zombie-Leber. Hier sind Kühe. Hier könnte man extern noch eine Kuhzucht aufmachen. Und guckt euch mal hier bitte diese Fläche an. Ist das der Shit? Das ist der Shit. Dort strahlt die Sonne über uns. Guck mal, da hinten. Guck mal, wenn ich hier stehe, mal später, ne? Und hier ist alles bebaut, da kann ich gar nicht mal bis zum Kirchturm dort hinten gucken. Kirchturm, sage ich schon. Zum Rathausturm. Man weiß, hier ist eine große Fläche. Ne? Hier zum Bleistift. Hier bietet sich wahrscheinlich eine Kirche an. Ne? Man kann es nie wissen. Ich kann hier ja mal ein Schild aufstellen. Holz haben wir genug. Hier machen wir uns eine Werkbank. So. Und tun hier mal ein Schild aufstellen, so als späteren Plan. So, zack, machen wir uns hier ein paar Stöcke. Zack. Und hier und den da. Schilder brauchen wir eh noch genug. Und stellen hier Plan, Baustelle, Kirche. Ja, nochmal das Datum noch mit hinschreiben. Erstellt. Oh. Bin ich auf F11 gekommen? Jetzt habt ihr kurz ein kleines Bild gehabt. Erstellt. Am. Ja, am. Doppelpunkt, eventuell noch. Und heute ist. Heute ist
nehme voraus auf. Möchte gerne das Datum hinschreiben, wo die Folge rauskommt. Wir haben die Folge 286. Muss ich kurz mal selber an den Kalender gucken. So, hier kommt... Also, wer es nicht weiß, heute ist Freitag der 14. Darum wollte ich hier gerade auch hier eine 14 hinschreiben, aber das ist ja falsch. So, am 15. kommt die 79, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist halt Samstag, ups, der 22. 8. 22. 8. 22.10.2016. So, bam. Ja, stellt hier. Und es ist Nacht, oder? Noch nicht ganz. Ist aber schon der Shit. Guckt euch das an. Ja, und die Nacht vor allen Dingen, die ist so smooth, dass sie mir zu hell vorkommt. Aber guckt euch den Mond bitte schön an. Guckt ihn euch an. Hier, Screenshot, bevor wir schlafen gehen. Ich weiß, es ist verboten, so lange aufzubleiben, aber leg mich schlafen. Bis morgen, meine Freunde. Tschüss.